Ich bin Merlinus Aliogenos, Sohn des Medokios von Kaledonia. Doch einst war ich Merlinus, Sohn des Morikantos, doch mein wahrer Vater war ein uralter Geist, den die Menschen unter vielen Namen kennen. Ihr kennt ihn als Luzifer. Ich stelle mir vor, dass die Bewohner der Unterwelt Rat gehalten haben mussten, denn die alte Religion lag im Sterben und neue Götter waren gekommen und verlangten von den Menschen verehrt zu werden und die alten Götter zu vergessen. Wer aber war bloß dieser Christengott, der den Gottmenschen Jesus Christus gezeugt hatte, welcher der Menschheit diesen neuen Glauben gebracht hatte? Nicht wenige der alten Götter halten einen der ihren im Verdacht, sich hinter dem neuen Namen zu verbergen. War es Saturn, Vater Zeit? War es Wodan, Allvater in einer seiner zahlreichen Verkleidungen? War es der höchste und größte Jupiter, der nun nach alleiniger Macht trachtete? Einer seiner Söhne, Apollon oder Dionysos, die den Vater stürzen wollten? Oder gar der alte Himmelsgott Kaelos, der zurückgekommen war, um seinen Enkelkindern ihr Reich wieder zu entreißen. So stritten sie fürchterlich untereinander, als Luzifer hervortrat, der alte Vater der Höllenkönigin Helia, Sohn der Eostre, der Göttin des Sonnenaufgangs. Er verhöhnte die streitenden Götter und ihre ewigen Uneinigkeiten. Wenn sich der neue Gott sich einen Menschensohn erschaffen hatte und nun die Völker der Erde von den alten Göttern abfielen, wieso sollte man es ihm nicht gleich tun? Und selbst einen Menschensohn schaffen, sein Werk zu bekämpfen und die alte Religion wieder erstarken zu lassen. Man hatte dies doch schon früher getan, doch nie gemeinsam und mit einer solchen Aufgabe betraut. Und so kam es, dass ein alter Geist auserwählt wurde, als Mensch neu geboren zu werden, und ich wurde geschaffen, der neue auserwählte Antichrist zu sein. Ein Werkzeug hatte sich Luzifer bereits auserwählt. In Britannia lebte damals ein junges Mädchen namens Optima. Eine Tochter des silurischen Königs Morikus, deren Seele besonders gutherzig und rein war. Luzifer hatte ihre Familie bereits früher heimgesucht, denn Morikus war ein sehr christlicher und gläubiger Mann gewesen, und so schlug ihn mein Vater mit allem Unglück, welches ihm nur möglich war. Sein kleines Königreich Arikonia, welches um das Städtchen Tovius lag, wurde von den Demetii überrannt. Mein Großvater musste mit seiner Familie ins Exil gehen nach Leucodunum, mit nur wenig Hab und Gut. Und selbst dieses raffte Luzifer in einer Seuche dahin. Meinen Großvater selbst plagte er mit nächtlichen Dämonen, bis er dem Wahnsinn anheimfiel. In ihrer Not suchte Morikus Familie Hilfe bei einem berühmten Mann namens Placidus, einst ein Schüler des Ordens der Druiden, doch nun ein gläubiger, getaufter Mann und Vorsteher eines Hauses frommer Menschen in der Stadt Moridunum. Doch alle Versuche Placidus, Luzifers Dämonen aus Morikus' Leib zu verbannen, schlugen fehl. Seinen jungen Sohn, den unschuldigen Kadugaunus, erdrosselte Morikus im Schlaf, und als seine Tochter Aurelia außer der Ehe schwanger ward, begrub er sie bei lebendigem Leibe. Morikus' überlebende Töchter Honoria und Optima flohen vor ihrem wahnsinnig gewordenen Vater und lebten in Armut und Wanderschaft, bis sie nach Moridunum kamen, wo sie in der christlichen Gemeinschaft des weisen Mannes Placidus Obhut fanden. Die Männer dieser Gemeinschaft nannten sich die Einsamen und die Frauen Bräute Christi. Sie kleideten sich in die Gewänder der Armen und beteten und sorgten für jene, die Not litten. Meine Mutter Optima lebte auf in dieser Gemeinschaft und beschloss selbst, eine Braut Christi zu werden. Doch meine Tante Honoria konnte dort keinen Frieden finden. Immer wieder zog es sie hinaus in den Sog der Stadt, wo es Feier und Rausch gab. Dort fand sie eine ältere Frau namens Gesovelia, die sie bei sich aufnahm und zu ihrer Schülerin machte. Mit süßen Worten und falscher Freundschaft erzog sie sie zur Meretrix, einer berufsmäßigen Dirne und gemeinen Frau, die für Geld mit wohlhabenden Männern schlief und ihnen auf rauschhaften Festen mit ihrem Leibe zu Diensten war. Dort traf sie schließlich auch auf Morikantos, den illegitimen Sohn des Viriathus von Eburacum, der mit ähnlich gesonnenen Gefährten dort ein gesetzloses und unchristliches Leben führte und lebte mit ihren neuen Genossen in Wohlstand und Vergessen in den Tag hinein. Zu dieser Zeit hatte Luzifer längst von Morikantos Besitz ergriffen und trieb die Gruppe zu immer neuen Verfehlungen und gefährlichem Tun. Eines Abends, wie ich mich erinnere, war es Winter, beschlossen sie im Rausch in das Gästehaus der Bräute Christi einzubrechen und Optima zu suchen. Unter dem Vorwand, ihre Schwester suche sie um Hilfe. Oh, ich kenne ihre Namen. Es waren Honoria und die Dirnen Tellaria und Palatra und Morikantos und der Zuhälter Eutoradus, den Morikantos in jeder Nacht dort im Streit niederstach. Ich werde nicht im Einzelnen beschreiben, was sich in jeder Nacht weiter ereignete, doch ich weiß, dass meine Mutter Optima hinausfloh in den Schnee und in die dunklen Wälder und sterben wollte. Doch war ihr dies nicht bestimmt. Placidus fand sie und nahm sie mit zu sich in die Einsiedelei und pflegte sie gesund. Und nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass sie ein Kind erwartete, mich, die unselige Frucht des Morikantos.
und durch ihn Luzifers.